Da kann man momentan nicht nach oben, leider. Denn es ist noch nicht. Also die Tür an sich ist zwar fertig, sie funktioniert tatsächlich auch wieder, aber man kommt leider nicht mehr nach oben, weil ich musste die Treppe wegbauen und die ist noch nicht wieder da. Muss ich den Weg noch machen? Den Weg musste ich auch neu machen, leider. Denn ich musste ein bisschen was umbauen. Wow, Lex. Lex beim Bergklettern, das ist natürlich super. So, warten wir mal kurz. Die Lex sind immer noch da. Da sieht man am Schimmer vom Schwert rechts. Tyron, erzähl doch mal ein bisschen, was du so gerade machst. Ich esse gerade noch. Du isst gerade noch. Daher guten Hunger. Rede ich gerade etwas wenig, weil ich mich dabei eher mute, damit nicht zu viele Essgeräusche in deiner Aufnahme sind. Danke, das ist echt. Wie ist das? Rücksichtsvoll. Genau. Das war deutlich, hatte ich gesucht. Dankeschön. Bitteschön. So, so, ich glaube, ich mache. Also, das brauche ich jetzt schon. Aber den Stein kann ich noch da lassen. So, da ist ja auch noch mal eine Spitzhacke drin. Cool. Ich habe hier lauter Spitzhacken. So, dann hier. Und das hier. Bin ja mal gespannt, wie weit wir da heute im Nether kommen. So, und rote Wolle geht dann leider auch nicht so. Wobei, ach komm, wir nehmen es einfach mit. Mehr bräuchte ich, glaube ich, im Moment gerade gar nicht. So, los geht's. So. Machen wir weiter. In lebensgefährlichen Situationen zu arbeiten. So, da. Das. Ja gut, da hätte ich vielleicht ein bisschen Bruchstein mitnehmen sollen. Da ist keiner mit drin. Kohle ja, aber kein Bruchstein mehr. Ich möchte aber jetzt schon mal die Hälfte hiervon zu Fackeln, zu Bannern machen. Ich weiß nicht, ob wir Banner brauchen werden, aber ich möchte einfach mal machen. Ich glaube, wir waren komplett, fast komplett fertig im Magierzimmer. Ich glaube, wir müssen da auch nicht mehr hin. Und deswegen werde ich hier auch gleich hingehen. Da hinten ist Ronak. Und da draußen offenbar ein paar Zombie-Pigmen. Hier auch. Der ist sofort gestorben. Der nicht. Der ist nicht sofort gestorben. Das könnte tödlich enden. Ich gehe mal zu Ronak. Ronak? Da kommt einer. Den Ronak nicht gesehen hatte, der musste doch an Ronak vorbei, oder nicht? Okay, also ich habe gerade ein bisschen Angst. war ich da hinten eigentlich schon fertig? Ich glaube ja, es sieht sehr danach aus. Ja, muss ich ja.
Ich habe da hinten ja auch schon mit blauem Teppich angefangen. Ist halt nur die Frage, wo ich hängen geblieben bin, genau. Es ist schon ein bisschen her, seit ich hier das letzte Mal im Nether war. Tatsächlich. Da bin ich bei den Bücherregalen hängen geblieben und hier auch mit dem blauen Teppich. Warst du nicht gerade erst im Nether? Ich bin gerade im Nether. Nee, ich meine, gestern... dass du. Nee, nicht wirklich. Ich war am Tempelberg, aber nicht im Nether. Ach so. Okay, dann habe ich das verwechselt. Das kann gut sein, ja. So. So, ich baue gerade weiterhin noch meine Lava ab. Immer noch. Es wird immer dunkler hier. Ja. Ich brauche auch noch eine Menge. Na gut. So, blauer Teppich ist fertig. Sehr schön. Gerade dunkel oder ist es hell draußen? Der rote Teppich, den muss ich noch fertig machen. Wobei, du bist eben besser, ne? Ja. Dann könnte ich sogar schlafen gehen, wenn es dunkel wird. Ich glaube, ja. Ja, das funktioniert. Alle Spieler in der Dimension müssen schlafen, damit die Nacht übersprungen wird. Ah, dann passt es doch. So. Ja, das Problem, wenn man mit Lava arbeitet, ist natürlich, jeder Rückstoß von jedem Monster schleudert einen in die Lava rein. Ja. Deswegen mag ich die Nächte gerade nicht so gerne. Oh. So. Also Bücherregale haben leider nicht ganz gereicht, aber immerhin fast. Wir brauchen noch 2, 4, 6, 12, 14 Stück bräuchten wir noch, dann wären wir fertig. Aber von den Teppichen her sind wir fertig. Und Banner brauchen wir einfach mal auch keine, so wie es aussieht. Da sind hier alle da. Dann bringen wir jetzt den Rest schnell zurück und dann machen wir weiter mit Netherrack. Denn wenn wir runterfallen, dann möchte ich nicht unbedingt irgendwo in die Lava fallen. Also möglichst wenig halt verlieren. So, ich muss dann auch noch mal kurz, ich glaube, das mache ich gleich, während ich bei Ronak bin, mal kurz nachsehen. Okay. Also ich hatte nämlich den Darius gefragt, ob er Minecraft spielt. Er meint, er kocht gerade, sage ich, kein Problem. Ich nehme sowieso 3 Stunden auf. Aha. Und vielleicht er kocht jetzt... er 3 Stunden. Ein 5-Gänge-Menü. Genau. Nee, er meinte jetzt, er... Vielleicht muss er seine Axt noch schärfen. Nein, er weiß nicht, ob er heute überhaupt zockt. Also... Ach, ich kann die Sachen gar nicht zurückbringen. Ich müsste in den Nether dafür. Ach, das ist blöd. Ich dachte... Meine ich. Ach so. Ja, ja gut. Aber ich mache jetzt zumindest 2 Spitzhacken noch. So. Greifen die mich an? Nein. Sollte ich sie töten? Ja. Weil vermutlich auch nein, aber egal. Da kommt keiner, da ist Ronak, okay. Aber egal ist eigentlich immer so die Standardantwort auf, sollte ich etwas töten, vermutlich nicht und dann... Egal. Ja, wir laufen... Ich glaube, das denkt man sich vor jedem Bossmonster so in etwa. Sollte ich das töten? Eigentlich nicht, aber egal. Ja. ja gut, ich habe immerhin wieder 4 Goldklumpen bekommen, seit ich hier drin bin. Also seit ich da bin. Und das ist schon einiges. Wobei,
der Tatsache, dass ich jetzt dann an Löchern im Netherrack außerhalb meines Schlosses herumatiere, war es vielleicht dumm, das getan zu haben. Muss der direkt auf meinen Öfen spawnen? Ja, muss er. Sonst würde er dir ja nicht auf die Nerven gehen. Ja, ich glaube auch. Jetzt habe ich wieder Pfeile im Inventar, sowas brauche ich doch nicht. So, also ich hoffe, uns greift niemand an. Und ich hoffe, diese Hoffnung wird nicht vergebens sein. Rekursiv übrigens. Ich hätte mal wieder Fackeln mitnehmen können. Oh Gott, da kommen sie schon. Hey, ich dachte, ich hätte den getötet. Anscheinend nicht. Ach du Scheiße, das sind um die 10 Zombie-Pikmin, die hier herumkommen. Und ich gehe gerade rückwärts und weiß nicht, ob hinter mir vielleicht noch welche sind. Oh nein, sind sie nicht. Aber ich habe jetzt dadurch jetzt neue Zombie-Pikmin aufgewühlt, die jetzt herkommen. Okay, ich höre immer noch einen Zombie-Pikmin. Ich weiß nicht, wo er ist, aber er macht mir Angst. Ich glaube, er ist über mir. Ah, da kommt er. Wir warten noch kurz ein bisschen auf ihn. Der müsste gleich da sein. Da kommt er. Okay, der ist sofort gestorben. Ich höre immer noch Zombie-Pikmin. Ach Mann. Ich will jetzt nicht sterben. Ich bin doch erst Level 23. Willst du erst mit Level 30 sterben? Ja. Es war eine saublöde Idee, die ausgerechnet jetzt umzugreifen. Aber hey, jetzt habe ich 13 Goldklumpen. Und 13 rohes Fleisch. Also vergammeltes Fleisch. Ich hasse Steine. Gerade weil ich einen Stein abgebaut habe, dummerweise mein Inventar voll gemacht und damit einen Eimer weggeschmissen. Okay, also ich sehe sie, sie verfolgen mich nicht. Oder sie sehen mich nicht. Eins von beiden. Was hast du nochmal weggeworfen? Ein Eimer mit Lava. Aus deinem Inventar raus. Versehentlich. Ja, weil mein Inventar voll war. Schon wieder? Das ist dir doch gestern auch schon passiert. Ja, ich habe dummerweise einen Stein abgebaut, wo ich dachte, der wäre eigentlich in die Lava gefallen und verbrannt. Aber ich habe den dummerweise doch ins Inventar bekommen. Deswegen habe ich 2 Plätze im Inventar im Moment frei. Damit... Also eigentlich ein Platz frei, damit das einmal passieren kann. Aber ich habe dummerweise Andesit vorher abgebaut und habe gedacht, ja gut, dann habe ich jetzt den Platz voll. Und dann nicht mehr drauf geachtet. Okay. Hier ist eine Höhle. Oh, die hatte ich, glaube ich, schon durchsucht. Ah, und das Loch ist unter dem Schloss. Sehr gut, das heißt, ich kann hier nicht runterfallen. So. Weg mit dem Netherrack. Rein ins Inventar mit dem. Bin tatsächlich auch am überlegen, ob ich jetzt immer auch die Diamantspitzhacken hier und so hier im Nether benutze. Denn, ja gut, das ist ein bisschen schwer dann beim Abbauen, weil das benutzt einmal kurz tippen und Blöcke ist abgebaut. Ein Stack hast du im Inventar? Ja, so, ohne mir, jetzt ist meine Spitzhacke kaputt gegangen. Wir können sie uns halt tatsächlich nahezu kostenlos holen. Denn die Zeit, die wir hier im Nether verbringen, würde uns ungefähr so viel verwesendes Fleisch an den Zombie-Pikmin bringen, dass wir dafür wieder genug Smarte kaufen können, um dann wieder eine Diamantspitzhacke zu kaufen. Andersrum, wenn es doch nicht reicht, können wir einfach das, was wir an Fäden haben, auch noch verkaufen. Oder
einfach Zuckerrohrfarben und das, was wir in Papier daraus bekommen, verkaufen. Also, das ist... wir können Diamant, Spitzhacken, also... Wir müssten dafür jedes Mal zu Tyrant fahren, aber wir können Diamant, Spitzhacken, relativ kostenlos bekommen. Ich glaube, das Schlimmste daran ist die ewig lange, der ewig lange Weg zu Tyrant. Ja, da musst du eben langsam mal anfangen, eine Bahn zu bauen. Du wirst lachen oder nicht, das ist tatsächlich das, was ich was ich demnächst mal vorhabe, so ein bisschen offline. Das klingt gut. Ja. Also Eisen könnte ich auch einiges beisteuern. Ja, das dachte ich mir auch. so. So, ich glaube, ich hab's gleich. 3, 2, 1. Da auch 3, 2, 1. So, und es wird wieder sehr dunkel in meiner Höhle. Ja, ich bin fertig. Ich hab's. Mit diesem Abschnitt. Ja, genau das habe ich mir auch gerade gedacht. Und meine Höhle ist wieder eine Ecke dunkler geworden. So, jetzt werde ich das nächste machen. Und es geht ja auch gleich hier... Es geht auch hier gleich weiter. Denn bei der anderen Seite, da wäre ja die Treppe nach unten. Das möchte ich jetzt noch nicht machen. Deswegen geht es hier gleich weiter. Ich muss mal kurz den Laptop einstecken, denn der ist mittlerweile heruntergefahren. Wenn ein angeleuchteter Kohleblock aussieht wie ein Creeper-Gesicht. Das Spiel hasst dich, Tyrant. Ich glaube nicht. Ich glaube, das habe ich mir einfach nur gerade eingebildet, dass das so aussah. Ich habe halt nur noch den halben Kohleblock gesehen und das sah echt so aus wie das Gesicht von einem Creeper. Ich glaube, ich mache zuerst diesen Balkon hier. Ich muss dann sowieso erstmal die Sachen holen. Das heißt, wenn der jetzt mein Laptop gerade hochfahrt, kann ich kurz Netherrack durch nützliche Sachen tauschen. So. Aber ich glaube, bei der nächsten Aufnahme könnte es tatsächlich sein, oder übernächste Aufnahme oder sowas, je nachdem, wie viel ich Zeit ich habe, um offline zu spielen, könnte es sein, dass ich demnächst euch mal zeige, was ich so gebaut habe. Also zumindest eines davon. Ist es gerade Tag? Ich weiß so hell nicht, ich bin im Nether. Ach ja, stimmt, da war ja was. Ich kann Zombie-Pikmin durch die Wand töten. Cheater. Naja, nicht unbedingt. Denn... Uha! Der hat mich erschreckt. Denn ihre Arme sehen durch die Wände. Okay. Ich greife diese Arme halt an und das funktioniert. Okay, das ist dann Bug-Using und kein Cheaten. Ja. So, wir müssen jetzt dann sowieso mal kurz in den Nether, also... durch den Nether, also... Aber in Minecraft... aktiven Schild. In Minecraft werden sowieso, glaube ich, viele Bugs ausgenutzt.